Weihnachtszeit, Zeit der Vorfreude und der Besinnung. Wie jedes Jahr warten Christen in aller Welt auf die traditionelle Niederkunft des Herrn. Diese Situation versuchen leider auch zweifelhafte Zeitgenossen zu ihrem ganz persönlichen Vorteil auszunutzen. Wer ist es? Er sagt, er sei der Messias. Was für ein Matthias? Nein, der Messias. Um die Zeit? Und was wollt ihr? Ich bin heute geboren, für euch ganz persönliches Heil zu bringen. Kostet das etwas? Lassen doch zuerst einmal absitzen, der Herr Messias. Meinst du, das stimmt? Also, wenn Sie heute Geburtstag haben, dann sind Sie ja eigentlich ein Steinbock, wie meine Frau. Und was sind Sie im Aszendent, wenn ich fragen darf? Nehmen Sie um. Nehmt reichlich und frohlocket, denn noch bin ich bei euch. Ich sage immer, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn ihr keine Gabel habt, esst mit den Fingern. Das ist natürlich nicht persönlich gemeint. Das ist für mich. Wie? Ich habe den heiligen drei Königen gesagt, dass ich heute bei euch bin. Was wollen die jetzt auch noch da? Die bringen vielleicht eine Flasche Wein mit. Fürchtet euch nicht, sondern trinket und esset alle davon. Immer wieder geschieht es, dass in diesen Tagen selbsternannte Messiasse die Leichtgläubigkeit unbescholtener Bürger schamlos auszunutzen versuchen. Seien Sie also skeptisch und misstrauen Sie auch den auf den ersten Blick so eindrucksvollen Ausweispapieren oder Heiligenscheinen, die diese Leute oftmals vorweisen, um sich ihr Vertrauen zu erschleichen. Denn bei diesen angeblichen Echtheitsbeweisen handelt es sich in den meisten Fällen in Tat und Wahrheit um äußerst raffinierte Fälschungen. Für die Weihnachtstage gilt: Herzen und Augen auf, aber Türen zu. Excuse me.